Keine Angst, das war natürlich kein echter Rülpser, das war einfach nur so irgendwas. Die zweite Session an diesem Tag, ich erlaube es mir, weil es ja gerade so spannend ist. Und dann darf man das auch mal, nicht wahr? Wir müssen irgendwo hin. Ich glaube, ich werde rechts lang gehen. Erstmal erholt von diesen ganzen Schockmomenten, die mich hier fertig gemacht haben. Was geht denn hier ab? Das ist nicht wirklich sehr beruhigend. Sehr verstörend. Gibt's hier wenigstens Öl in den Regalen oder so? Nee. Könnten die wenigstens Öl hier lassen, wenn sie die hier umgebracht haben. Aber die haben wohl damit gerechnet, dass da keiner mehr lebt. Nun ja. Wir wollen diese Zelle finden. Und das Öl ist auch wieder nicht mehr erhaben geblieben. Ach nee. So, was erwartet uns? Da ist einer drin. Kann der uns irgendwie weiterhelfen? Machen wir die Tür zu. Was soll das? Ich kann mit dem nichts machen. Oh, oh. Nein, nicht wirklich. Der ist jetzt also echt, der ist aber deformiert. Was gibt es denn hier? Why me? Why it was me? I didn't do anything. It was Seaman. Seaman lied about my murder. I didn't kill them. It was Seaman. Why didn't they believe me? And now they let me rot and die. To whoever is reading this note, please find them. Find whom? Es ist mir wieder so ein bisschen blöd. Wir haben keinen Schlüssel, mit dem wir irgendwelche Türen öffnen können. Wir sollen einfach nur Seaman finden. Wo finden wir Seaman? Bitte? Nee, oder? Was ist... Freunde? Ihr wollt mich doch jetzt hier verkackeiern. Wie soll ich denn jetzt hier raus? Ah! Ah! What's happening to me? Sind wir jetzt er? Boah! Was geht hier ab? Hier ist keine Wand mehr. Und... Was ist denn? Die Wände gehen weg. Nein, jetzt ist es wieder... Bitte? Was geht denn hier ab? Hallo? Warum gehen jetzt... Ich glaube, wir werden verrückt. Ich glaube, wir werden total verrückt. Wir haben totale Probleme hier. Wer hat irgendwie einen Anfall jetzt? Oh. Was? Die Tür. Was geht denn jetzt ab? Das ist echt strange. Dungeon Key. Wow! Oh mein Gott. Dungeon Key. Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Finally I can get out. Oh oh.
Was geht jetzt ab? Na sicher. Sag mal, Freund, du kriegst mich nicht. Den hab ich schon so gedacht. Dass du mir auch nicht kriegst. Das ist mir alles zu. Wow. Wow! Wow! Mach mal hin hier! Freundchen, Freundchen, jetzt wird's echt blöd hier. Das wird hier echt blöd. Schmeiß die Kacksachen hier vorbei, ey. Der kommt ja noch gleich. Ach du Scheiße, noch so ein Hackeball-Freak. Oh mein Gott! Mach die Sachen hier weg, mach die Sachen hier weg! Lalala! Gott, mein Gott, mein Gott. Der kommt, der kommt! Die scheiß Sachen hier weg. So, Freund. Auf zum Licht. Das verlorene Licht. Das, was wir finden müssen, hoffentlich. Oh. Oh, oh Mann. Endlich wieder zurück in der Realität. Warum sind wir nur so krank? Das ist das Komische. Jetzt hat diese ganze Story wieder etwas Tiefgründigeres, weil ich jetzt quasi aus meinen Halluzinationen einen Schlüssel bekommen habe. Das ist mir irgendwie. Also wir wissen damit definitiv schon mal, dass wir nicht in der Realität sein können. Wir können nicht in der Realität sein. Wir müssen irgendwo. Wir können nur links lang. Wir müssen irgendwo anders sein. Entweder träumen wir oder wir sind in einer psychiatrischen Klinik und stellen uns hier gerade nur irgendwas vor oder irgendwelche anderwertigen Sachen. Diese ganzen Leichenberge, die hier liegen. Das ist ja auch mal richtig krass. Das sind immer mehr geworden jetzt. Ich glaube, wir stoßen jetzt so allmählich in das Herzstück, wenn nicht sogar zum Ende dieser Story vor. Hier waren wir ja. Hier haben wir angefangen. Quasi. Dieses Mal. Oh, nö. Lalala! Fuck die Wahl! Lalala. Yo! Wo bist du denn jetzt hergekommen? Ui. Ja, wo ist denn die Tür jetzt, bitte? Bitte! Wo ist die Tür denn hin? Wo ist denn die Tür hin? Mann! Ah! Allmählich wird's hier echt krass. Ich muss doch die Tür hier finden irgendwie. Die muss doch irgendwo sein. Jetzt sind wir schon wieder hier gelandet. Wo ist denn... Also... Mein lieber Mann. War das so geplant, dass die Tür auch mal weg war? Oder bin ich an der vorbeigelaufen? Ich glaube, das war hier wieder alles... Das hat alles seinen Plan, was hier so abgeht. Das war jetzt wieder ganz klar, die haben die Tür verschwinden lassen hier, damit ich mich wieder die Hosen zukacke. So, das muss doch... Hier waren wir rausgegangen und dann mussten wir quasi hier irgendwo eine Tür haben. Die war vorher nicht da, oder? Ich bin echt gespannt, weil das ist doch hier echt... Das ist doch jetzt hier totaler Mindfuck. Also das geht ja... Mehr geht ja gar nicht. Ich sehe ja hier auch nichts. Ich sehe gar nichts, liebe Freunde. Echt, jetzt sehe ich was. Ich gehe einfach nur geradeaus. Oh fuck, everything is collapsing. I need to run. Komm, Daniel, mach hin. Das schaffen wir. Irgendwie schaffen wir das. Das wird schon. Das wird schon, Daniel. Wir müssen einfach laufen. Wir kommen hier raus. Wir kommen irgendwie wieder raus. Dieses Ding überleben. Zusammen werden wir das schaffen. Da draußen ist die Freiheit. Es ist draußen, Daniel. Ich hab doch gerade den Mond gesehen, oder nicht? Da
Da war doch gerade normale Luft. Oh! Lauf, 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 lauf! Da ist das Licht. Oder irgendwas. Wasser! Nein! Ich war doch so nah dran! Und jetzt? Und jetzt? Bitte? Oh. Das war richtig. Bin ich jetzt quasi im Paradies? Das ist verstörend. Also entweder bin ich jetzt gestorben und habe sozusagen ein Ei... Damn, what a collapse. The collapse was so suddenly. Das stimmt. Und es geht noch weiter. Oh nee, nee. Ist das Wasser? Das ist kein Wasser! Nein, das ist kein Wasser! Scheiß, die Wand an, ey. Ich will kein Wasser, nein. Damit habe ich echt schon genug. Aber ich werde es wohl überleben müssen. Ich bin jetzt echt gespannt. War das denn gerade jetzt, war ich da zu spät und bin gestorben, oder? Wenn ich jetzt nämlich gestorben bin, kann das sein, dass wir uns jetzt sozusagen in einem alternativen Ende jetzt alles nur erträumen. Und wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre vielleicht, dann würden wir am Ende in der Realität landen. Ah, ich will da gar nicht so viel drüber reden. Lasst uns einfach weitermachen. Oh Mann. Wow! Ja, das war klar, dass ihr... Die kleinen Viecher, Mann. Die hätte ich euch vermissen. Das wird... Ah, weißt du was? Ich hab eh noch was. Ich muss mich eh noch rächen an euch. Ich sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Warum habe ich das Gefühl, ich musste da jetzt gerade rechts rein? Oder hier links? Oder auch irgendwo hin? Meine ist ja generell irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus! Ich komme nicht mehr raus! Lalala! Bitte nein! Bitte keine Sackgasse! Liebe Freunde! Bitte lasst mich hier nicht verkrüppeln! Bring mich wenigstens... Warum habe ich die Kiste weggeschmissen, verdammt? Nein, oder nein? Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Bitte! Nein! Ich komme nicht mehr raus! Ich komme nicht mehr raus! Nee, das wird nicht. Okay. Ich glaube, ich muss es reloaden, wie der mir gesagt hat. Dann reloade ich das mal ganz schnell. Was für ein unglaubliches Missgeschick hier. Eigentlich kann ich ja jetzt hier so einschlummern und schlafen, dann haben wir es auch überstanden. Scheint ja ganz schön sicher hier zu sein, weil er dreht sich da irgendwie die Ohren um und kriegt da irgendwie nichts hin. Oder der spielt dann sich selbst um, ja. Also nicht sich selbst. Ach! What a collapse! The collapse was so suddenly! Oh, so suddenly! Okay, da sind wir wieder. Ich hab's irgendwie wieder hinbekommen, hierher zu kommen. Warum kann er jetzt denn hier nicht laufen? Doch, kann er. Ich nehme jetzt mal diese Kiste hier mit. Man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja nicht. Man kommt ja sowieso gleich wieder hierher. Oder? Sag ich ja. Es ist nur echt bisschen dunkel hier. So dunkel war das bisher noch nicht. Das ist ein bisschen misslungen hier. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich gerade stehe. Es liegt daran, dass diese Lichter an der Wand das Ganze hier ein bisschen beeinflussen. Ist gut, ist gut.
Oh, jetzt wird's erstmal, das wird langwieriger Kampf hier, habe ich so das Gefühl. Das wird ein langwieriger Kampf. Ach ja, da haben wir's. So, jetzt haben wir ein bisschen den Durchblick. Wir kennen jetzt hier auch quasi voran. Und werden versuchen, das hier so schnell wie möglich hinzubiegen, bevor uns das Öl wieder alle geht, ne? So, ist klar. Der ist ja gar nicht mehr da, oder? Ah, doch, 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 der kommt noch irgendwann. Der kommt irgendwann nochmal. Ah, da ist er ja schon. Schiebt uns hier die Kisten her. Schleit mal darüber! Nee, nee. Alalala! Die Kiste sollst du mir da lassen. Na gut, ich versuch's jetzt einfach hier mit einfachem Draufgehen. Hier gibt's nix. Ja, wir wissen es. Da ist ein Hebel. Sehe ich gerade. Das scheint interessant zu sein. Dann werde ich mal gleich was ausprobieren. So, jetzt passiert irgendwas. Also, irgendwo muss ich jetzt hin. Ja! So muss das sein! Schön töten hier! Darf's nie aufgeben. Nee, mach ich auch nicht. Aber trotzdem. Das war doch gerade so schön und dann muss der wieder kommen. Ist er weg? Ey, der Schalter geht noch! Das wäre so gütig, wenn er jetzt weg wäre. Und wenn der Schalter die ganze Zeit laufen werde, würde das wäre noch besser. So, wartet nochmal. Na komm! Bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Nuts erwischt den Kleinen. Ja, herrlich. Ruhe von diesen Viechern. Gibt's hier quasi jetzt auch noch irgendwelche Hebel, die ich zu betätigen habe? Ich denke nicht. Ich glaube, wir werden sowieso nochmal den Hebel betätigen. Ich weiß, ich muss jetzt mal gucken. Hier war doch gerade noch offen, oder nicht? Oh, es geht noch. Haben wir es doch noch geschafft? Also am liebsten würde ich ja jetzt mal speichern hier, ne? Das wäre mal super toll. Warte, dort hinten ist ein Gitter. Auf der Seite aber auch. Na, 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 na. Gibt's denn hier Fleisch? Gibt's denn hier überhaupt gar kein Fleisch? Ach du Kacke. Hier geht's ja gar nicht. Ist doch blöd! Mann, ist es nicht zu fassen. Oh. Fleisch, ja. Wir leben noch. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist es natürlich ablenken, weil es jetzt Todesfleisch ist. Davor war es aber noch lebendig. Herrlich. Ja, ist nicht schön. Die Viecher sind einfach weg. Aha. Die haben tatsächlich noch etwas Öl. Hab ich so gar nicht gewusst. Hier wollte er mich aber veräppeln, oder? Hier wollte er mich veräppeln. Ich versuche das mal auf der anderen Seite. Ich versuch's generell erstmal überall. Kann ich nicht durch, oder? The lever seems to be stuck, but it's the only way in. I need to get in. Na gut, kann es sein, dass das irgendwas mit dem hier auf sich hat? Nein. Stuck in. Was soll denn das? Extra abgesperrt sogar noch. This stuck could be opened with a needle. I need to find one. Needle. Gut, dann machen wir uns doch auf den Weg erstmal dorthin.
Das ist echt riesig, oder? Die Custom-Story, die ist echt lang. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal sowas hatte. Was war denn das jetzt schon wieder?